Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Make-up-Weihnachtsgeschenke aus der Drogerie unter 10 Euro für euch, mit denen ihr definitiv nichts falsch machen könnt. Wir werden einen schönen Look schminken, wir werden schauen, was wir daraus zaubern können. Und falls ihr noch Hilfe braucht bei letzten Weihnachtsgeschenken, was ihr verschenkt oder was ihr euch wünschen könntet, I got you. Ich habe heute wirklich ganz, ganz viele tolle Produkte hier und ich glaube, dass wir einen sehr, sehr schönen Look schminken werden. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch einmal Beauty Mates vorstellen. Kennt ihr schon? Super Firma hier aus Deutschland. Vegan, cruelty-free, ohne Duftstoffe, personalisierte Hautpflege. Ist genau das, was wir brauchen, wenn das Wetter jetzt ein bisschen sich leider Gottes ein wenig verändert. Ich möchte heute mit euch aber über zwei andere Produkte sprechen. Ihr wisst, ich liebe die Creme für trockene Haut und den Augenlifting Booster, der mir so ein bisschen geholfen hat, meine Augen in die Richtung zu kriegen, die sie eigentlich sollten. Ich habe heute aber zwei andere Produkte für euch, die euch helfen, wenn ihr eine Haut habt, die ein bisschen unter großen Poren leidet. Vor allen Dingen habe ich das Problem selber hier im Nasenbereich. Und dafür habe ich zwei Produkte, die ich auch mit euch anwenden möchte. Ich habe freundlicherweise von Beauty Mates einen krassen Code bekommen. Normalerweise habe ich 20% von ihnen. Heute gibt es 30% für euch, nur zu Weihnachten. Und das ist so das Set, wie ich es euch vorstelle, ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ihr könnt euch das Ganze aber natürlich auch auf eure Hautbedürfnisse anpassen. Wenn du fahle Haut hast, es gibt die passenden Booster dafür. Wenn du Augenringe und Augenfältchen hast, es gibt den passenden Booster dafür. Wenn du ein kleines Peeling haben möchtest, auch dafür gibt es den passenden Booster. Heute benutzen wir aber den Pore Minimizing Booster. Der ist angereichert mit Vitamin C und Vitamin B3 und sorgt einfach dafür, dass die Haut overall so ein bisschen glatter wird. Und ich werde ganz oft gefragt, Maxim, was machst du, um eine schöne Haut zu bekommen? Ich arbeite einfach mit Produkten, die meine Haut braucht. Ich schaue mir morgens meine Haut an und ich weiß, okay, heute habe ich etwas vergrößerte Poren, dann nehme ich den Pore Minimizing Booster und arbeite mir den richtig schön hier da ein, wo ich vergrößerte Poren habe. Ihr könnt das Ganze pur anwenden mit den Tropfen oder ihr mischt es euch in eure Creme. Und je nachdem, welche Ansprüche ihr habt, gibt es entweder die Creme für normale Haut oder für trockene Haut. Ich habe das jetzt hier in einem Set. Ihr könnt das Ganze aber auch einzeln bestellen und schauen, was euch am besten gefällt. Ihr könnt die Booster auch mit eurer eigenen Creme mischen. Ich gebe mir die immer hier so ein bisschen auf. Das ist ein super, super Primer. Zieht schnell ein. Das Schöne ist, die Creme, sie fettet nicht. Sie zieht super schnell ein und sie ist dadurch perfekt für jedes Alter. Egal, ob ihr 17 seid oder 57. Die Creme funktioniert bei wirklich jeder Haut. Ich habe meiner Mutter auch eine gegeben. Und die findet die total toll, weil einfach keine Duftstoffe drin sind. Sie schmiert nicht, sie hinterlässt nicht so einen fettigen Film und ihr könnt sie super gut kombinieren mit Boostern und so ein bisschen anpassen. Ich benutze die für normale Haut eher abends und die für trockene Haut morgens, weil die ein super Dupe zur Charlotte Tilbury Magic Cream ist. Hinterlässt dann so ein leichtes, glowiges Finish und ihr könnt euch eure Hautpflege personalisieren und ich sage euch, ihr werdet das richtige Produkt für eure Bedürfnisse finden. Falls ihr Pickel habt, es gibt den passenden Booster dafür und mit 30% mit meinem Code könnt ihr dann natürlich auf jeden Fall was sparen. Falls ihr so ein bisschen Hilfe braucht, gibt es auch einen Set-Konfigurator. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchklicken. Ich zeige euch das einmal hier, wie das Ganze aussieht. Da könnt ihr das zusammenstellen. Am Ende könnt ihr den Code eingeben und spart 30%. Ist ein super Weihnachtsgeschenk für sich selber vor allen Dingen auch. Ich finde, jetzt so zu dieser Jahreszeit kann man sich auch mal was Gutes tun und seine Haut ein bisschen pflegen. Und so sieht das Ganze schön aus. Hier ist es schön abmattiert um die T-Zone herum, wenn ihr ölige Haut habt. Pore Minimizer hilft so ein bisschen, dass tagsüber das Öl nicht so um die Nase herum rauskommt. Also schaut da gerne vorbei. Ist ein ganz tolles, süßes Unternehmen hier aus Deutschland. Und ich unterstütze gerne Unternehmen, die hier sind. Und das sind halt einfach wirklich solide Produkte, die keine Probleme machen. Ich habe heute aber, Freunde, für euch ganz, ganz viele Produkte hier aus Geschenksets, aus meiner Sammlung. Und möchte so ein bisschen gucken, ob die Sachen, ja, ob es sie wert sind. Und das erste Produkt, was ich benutzen möchte, war ein Geschenkset von L'Oreal. Das ist das Mascara-Set, doppelt strahlen mit einem gratis Glow Cherie. Das hat unter 9 Euro gekostet. Also alle Produkte, die ich jetzt dann benutze, sind unter 10, unter 11 Euro. Aber hier ist ein Glow Cherie drin. Und das Schöne bei Make-up-Schenken ist, also erstmal, wir lieben alle Make-up. Deswegen sind wir hier. Aber wenn man weiß, welche Produkte gut sind, die für viele Leute funktionieren, wo es jetzt nicht um Farben geht, Foundation und Concealer und so, da kann man doch immer mal so ein bisschen Freude schenken. Und für 10 Euro, das ist immer noch
das kann man nochmal mit dazu machen meistens. Und wenn dann auch noch ein Produkt mit dabei ist, wie bei der Mascara und diesem Glow Cherie, ist das eine gute Sache. Ich mag das ganz gerne. Gibt der Haut so einen leicht strahlenden Tag. Ich habe zwar jetzt durch die Pflege von Beauty Mates schon so ein bisschen Glow im Gesicht, aber das gibt euch einfach nochmal so einen extra Kick. Ihr seht es sofort auf meiner Haut. Das ist... Okay, es war viel zu viel. Es riecht ganz leicht und hinterlässt halt so einen frischen Glow. Wenn ihr schöne Haut habt, weil ihr regelmäßig eure Booster benutzt habt, habt ihr mit so einem schönen Glow-Produkt einfach eine gute Grundlage. Das wird so ein bisschen sticky, trocknet dann aber an. Also ihr könntet das auch ohne Foundation tragen. Mache ich persönlich nicht so gerne, weil mir das dann doch ein bisschen zu glowy ist. Aber ihr seht sofort, dass meine Haut einfach strahlend ist. Und das ist auch in einer etwas helleren Farbe. Das heißt, wenn ihr, so wie ich, ein Stückchen dunkler seid, könnt ihr das auch unter Make-up gut tragen. Es wird dann so ganz leicht durchs Make-up durchkommen. Und dann seht ihr aus, als hättet ihr Wasser getrunken. Freunde, trinkt euer Wasser. Sonst sehen wir so aus. Okay, sieht super schön aus. Ich mache einmal ganz kurz meine Base fertig, denn ich finde, es ist super, super schwierig, Make-up und Concealer zu verschenken. Weil, auch wenn es nur 4 Farben bei bestimmten Foundations in der Drogerie gibt, All Tea, All Shade, die Farbe sollte man sich selber aussuchen. Da kann man dann vielleicht einen Gutschein schenken. Deswegen mache ich das einmal ganz kurz fertig und bin gleich wieder da. Die Foundation ist einmal drauf und ein bisschen gesettet. Ich habe das Ganze mit einem transparenten Puder von Essence gesettet. Das ist dieses All About Matte Puder. Ich mag das im Moment sehr, sehr gerne. Ich habe aber noch 2 andere Produkte, die ich gerne mit euch auftragen möchte. Ihr habt sie schon oft bei mir gesehen, aber ich finde zu Weihnachten, also bei mir ist es generell immer so, ich möchte das ganze Jahr über aussehen, als hätte ich viel Wasser getrunken. Es gibt aber ein Produkt von Essence, das ist The Highlighter in der Farbe 01 Mesmerizing. Das ist so ein leichter Goldton und ihr seht, der ist eigentlich ein Highlighter, aber der sieht sehr, sehr schön aus. Der hat ein ähnliches Finish wie von Charlotte Tilbury hier, der... diese Contouring-Palette. Ich swatche euch mal im Vergleich. Wir haben hier einmal Essence und hier einmal Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury ist ein bisschen dezenter, deswegen sind wir vorsichtig. Aber ich nehme Puderpinsel, gehe hier rein, klopf ab und gebe mir das komplett über meine Haut. Und ihr seht sofort, dass die Bewegung ins Gesicht zurückkommt. Und das ist ein schönes Ding, erstmal für Weihnachten, falls ihr so ein bisschen strahlen wollt. Ich gehe damit aber nicht in meinen Porenbereich, den möchte ich ja nicht betonen, aber hier so ein bisschen, so auf die Stirn, auf die Wange und ihr seht sofort, dass die Haut aussieht, als wäre sie nicht gesettet. Sie ist aber gesettet mit Puder und mit diesem Highlighter. Funktioniert für fast alle Hautfarben. Ich glaube, es gibt den sogar noch dunkler, falls ihr ein bisschen dunkler seid. Aber ihr habt sofort ein sehr, sehr schönes, frisches Finish auf der Haut. Bronzer aus der Drogerie ist halt auch immer sowas. Der Catrice Sunglow Bronzer ist aber eine sehr, sehr gute Sache. Kostet nicht viel Geld, hat eine schöne Farbe. Normalerweise würde ich euch den Love & Lou Bronzer empfehlen. Der ist aber wesentlich teurer als diese 10, 11 Euro. Der hier von Catrice ist aber fantastisch. Er gibt euch so ein bisschen Wärme, so ein bisschen Dimension und ein bisschen Leben zurück. Und in Kombination mit diesem Glow und der Creme von vorhin sieht eure Haut einfach super, super gesund aus. Es gab ein weiteres Set und das ist von L'Oreal. Das ist das Vom Wind geküsst Set. Hat auch so 9,95 Euro gekostet und da ist ein Lippenstift und ein Blush drin. Ach, ich ärgere mich. Lippenstift mit leichter Farbe und Glanz und seidiges Rouge mit Pinsel und Spiegel. Volumenboost und gesunder Teint. Auch hier sind 2 Produkte einmal drin. Einmal so ein Lippenprodukt. Was man damit machen kann, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich schon was auf der Haut habe. Das als Creme Rouge. Die haben so einen ganz leichten, ich swatche es euch kurz. Sie sind nicht so ultra pigmentiert. Ihr könnt sie aber aufbauen und das ist dann wie so ein Gel Blush und den dann ganz leicht einblenden. Und ihr habt dann so einen leichten Effekt. Das ist so ein bisschen wie die hier von Maybelline, diese Cheeky Dinger. Haben so einen leichten Touch of Farbe. Ich gebe mir das schon mal so ein bisschen auf die Lippen für so ein bisschen Frische. Möchte aber den Blush benutzen. Ich mag die Blushes von L'Oreal sehr, sehr gerne. Mein Favorite ist der Million Dollar Baby Blush. Ich finde es aber mal ganz süß, so kleine Sachen zu haben. Ich mag ja so Minis. Mögt ihr eher kleine oder große Sachen? Okay, das ist einmal der Blush. Hier ist auch ein Pinsel drin. Der ist gut zum Konturieren von der Nase. Ich sage es immer wieder, die sind nicht unbedingt Trash, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt in meinem Buch sehr, sehr gut arbeiten mit solchen Produkten. Ihr könnt damit die Nase zeichnen, ihr könnt damit konturieren. Probiert es aus, wenn ihr mein Buch habt. Ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Zum Blush auftragen mag ich das persönlich nicht. Ich nehme einen Pinsel von Letizia und gehe hier rein. Das ist so ein
zarter Roséton. Klopf ab und setz mir das hier hin. Und so ein leichter Schimmer, ihr seht es sofort, ist mit drin. Und das sorgt dafür, dass die Base gleich wieder so ein bisschen strahlt. Wir haben super viel Bewegung im Gesicht. Für manche ist es nichts. Ich persönlich mag das aber, ihr kennt mich. Ich mag es, wenn die Haut strahlt und glowy ist. Und so ein, guckt mal, guckt euch das mal an. Wir brauchen gar keinen Highlighter mehr. Super. Das so ein bisschen unter die Augen, ganz leicht mit dem Rest. Sorgt dafür, dass es so ein bisschen reflektiert. Ich habe den Lippenstift versaut. Ich habe noch ein weiteres Produkt von L'Oreal für die Lippen. Und das ist so ein Lip Kit. Erinnert mich so ein bisschen an die Kylie Jenner Lip Kits. Das ist nämlich das verträumte Herbstsauber, samtige Küsse. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Geschenk-Aktionssets kauft. Ich finde, das ist immer eine gute Sache, um wirklich Geld zu sparen. Das Ganze gibt es auch noch aus dem High-End-Bereich. Fenty bringt sowas andauernd raus. Ich weiß aber, dass ihr meine kleinen Drogeriemäuse seid. Deswegen tragen wir das jetzt einmal auf. Das ist der Lip Liner Couture in der Farbe 630 Beige A Nu. Und damit ziehe ich mir erstmal die Kontur. Okay, ich glaube, ihr seht gar nichts, weil es einfach exakt meine Lippenfarbe ist. Okay, der ist ein bisschen hart, aber nicht schlecht. Also es hat halt meine Lippenfarbe. Und dazu gibt es den Lippenstift in der Farbe No Hesitation. Ist der Color Riche Ultra Matt. Sieht einmal so aus. Packaging fantastisch. Ich liebe diese Farbe. Okay, ich liebe die Farbe. Sieht aus wie meine Lippen, nur ein bisschen voller. Und jetzt den hier ganz leicht rüber gedappt. Für so einen leichten Gloss-Effekt. Cute. Fadi braucht ein bisschen Kontur. Ich sehe aus wie ein Kloß. Für die Augen habe ich eine Lidschattenpalette von Revolution mir ausgesucht. Und das ist die Forever Flawless Fire Palette. Die war aktuell reduziert für 8 Euro und mit 10%, die es ja eigentlich immer gibt bei Rossmann. Ist das eine gute Sache. Sieht einmal so aus, kommt auch nicht in diesen billigen Pappverpackungen, sondern im Metalldöschen. Und das sind einmal die Farben. Sehr Maxim Giacomo, sehr wild, sehr laut und damit schminken wir jetzt einen Look. Ich habe euch ein kleines Stückchen herangeholt, damit ihr alles sehen könnt. Schaut euch bitte einmal meine Base an und jetzt könnt ihr auch sehen, wie schön die Haut aussieht. Dieses Frische, dieses Pralle hier um die Nase ist es matt, keine Pore in Sicht durch den Pore Minimizer. Wir schminken jetzt einen Look mit dieser Palette und zwar gehe ich als erstes in die Farbe Lava. Spiegel ist sehr schön groß und das setze ich mir hier vorne hin. She's pigmented. Meine Base ist natürlich schon gesettet gewesen. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Red Hot. Und da stempel ich mich hier außen hin. Und ziehe mir das dann wie der Feuerbändiger, der ich bin, hier so ein bisschen nach außen. Oh yes. Ich nehme mir einen flacheren Pinsel und gehe zum Verdunkeln in die Farbe Burn. Und mische mir so ein bisschen Inferno mit rein. Und dadurch kann ich das hier richtig schön verdunkeln und so ein bisschen mein Auge länger ziehen. Und das gebe ich mir auch direkt so ein bisschen an die Lashline. Sehr artistisch. Augenentzündung ist wieder am Start. Mit einem kleineren Pinsel verdunkel ich das Ganze mit Volcanic und Coal. Und setze mir das nur hier außen hin. Erzeugt dann so einen Smoky-Effekt, ohne dass ich einen Eyeliner tragen muss. Because, guess what? Ich kann das nicht. Als Schimmer nehme ich meinen Finger und gehe in die Farbe Extinguish. Und setze mir das einfach hier so ein bisschen rüber. Und ganz ehrlich, das ist schon fast ein Look. Ich mache den Pinsel von eben ein bisschen sauber, gehe nochmal in Volcanic und setze mir das hier vorne hin. Bis so ein bisschen tiefer. It's a look. Es ist sehr wild, es ist sehr intense. Aber I stan. Als Mascara gab es ja in dem Set auch hier die Volume Million Lashes Mascara in extra schwarz. Wie ich meinen Kaffee mag. Mascara hat schön schwarz gemacht, kann man wahrscheinlich auch noch eine zweite Schicht aufbauen. Ich bin aber noch so ein bisschen vorsichtig mit meinen Augen. Ganz ehrlich, das ist wieder so sehr artistisch und wahrscheinlich gar nichts für den Weihnachtsabend, es sei denn ihr, weiß ich nicht. Ich find's geil. Ist sehr wild, es ist sehr laut, es ist
trotzdem aber soft, die Base ist gesund, die Lippen, ich liebe diese Lippenkombination. Fazit der Aktion: Es gibt in der Drogerie super gute, günstige Weihnachtsgeschenke. Schreibt mir doch jetzt am besten mal euren Weihnachtsgeschenke-Favoriten aus der Drogerie in die Kommentare. Denkt unbedingt an meinen Code bei Beautymates, auch das ist ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für euch selber, für eure Haut oder für eure Lieben um euch herum. Mit meinem Code könnt ihr 30% sparen, das ist eine Menge für Beautymates, sonst sind es nur 20%. Aber für Weihnachten, I got you. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!